Sah bloß so aus. Oh, Scheiße! Oh, das war knapp. Der Relic! Madres! Oh, das ist nicht gut. Was macht der Biochip? Weiß nicht. Druckabfall im Behälter, Biochip-Integrität bei 94% und sinkt weiter, Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Kurt Pecky ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Jackie macht das. Naja, irgendwer muss es tun. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen gleich die Lobby erreichen. Der einzige Weg. Das ganze Hotel sucht uns. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Bleiben Sie in Ihren Zimmern. Madres, halt den Kopf unten. Wir gehen da runter. Wozu das da ist? Na, Kommando? Wir sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Wo gehen wir runter? Ich hasse es, wenn man gezwungen ist zu sneaken. Wirklich. Ich möchte sneaken, wenn ich sneaken möchte. Aber am liebsten möchte ich einfach nur schießen. Wurde aus dem Gebäude gebracht. Wiederhole. Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Warum warten? Was zum Teufel geht da vor? Klingt gar nicht gut. Was haben wir denn hier? Schalldämpfer, sehr praktisch. Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Hör mal jetzt, Muni. Achtung! Erstmal das in Ruhe. Also, wir könnten 55 BD.
E9, 55, 55. 1C, BD. Schade, dann kriegen wir das E9 nicht mehr. Wir könnten E9, 55, geht auch nicht, geht auch nicht. Schade. Aber warte mal. Wir haben ja eins eh nur 5 Slots. Ich versuche das untere hinzukriegen. Wir können hier anfangen. Dann können wir 1C, BD, E9 machen. Aber wenigstens das mit Quick Hack Schemata. Im Contact Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Wohin? Dank der weiter, ne? Exosuits der Zentaurenklasse können Sie sich jetzt besser schützen. Ein Vorteil, der uns allen mehr Sicherheit verschafft. Wieder einmal hat Militech gezeigt, was für eine maßgebliche Rolle sie beim Wiederaufbau Amerikas spielen. Erstmal Waffen ausgerüstet. Ach, hier ist der Aufzug. Ups. Oh. Ist kein Aufzug, aber da steht jemand. Hier lang! Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, Ungewöhnliches. Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Dann vergehen die nicht gucken, oder? Ich sehe den einen nicht. Aber rückverfolgbar ist halt blöd. Wenn ich jetzt was mache. Steht ja aber eigentlich nicht da, dass wir schleichen müssen. Nur mal so. Warte,
ich hänge hier fest. Auch Deckung. Gott, die Waffe ist ja kacke. Damit treffe ich ja gar nichts. Jetzt so einen krassen Rückstoß. Sag mal, der hat noch ein HP. Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Er rennt weg. Räuchert sie auf! Kommt ruhig, ihr Hurensöhne! Getroffen! Weiter feuern! Mal! Wofür steht das Herz mal 11 da oben eigentlich? Treff einfach nicht. Der guckt gar nicht und trifft nicht. Ja, Jackie. Danke. Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Hier ist gechippt! Wir sind fertig! Aber die ist doch aus, oder? Deine Beine hast du dir selber gebrochen, das war ich nicht. Aber es hört ja keiner, dass wir hier schießen. Ich habe Schalldämpfer. Also eigentlich... Als ob wir jetzt Fahrstuhl fahren können. Das denke ich ja mal eher nicht. Niemanden gesehen. Wuhu, Spezialeinheit. Er ist geflogen. Herkommen. Ich warte hier. Ich habe gleich keine Muni mehr für die Waffe. Er kommt? Komisch. Ich höre euch doch. Auf der Stelle, da.
Geht gerade raus. Kameras sehe ich hier keine. Neutral. Letzten Schuss. Jackie, wo ziehst du hin? Achtung, im Confetti Plaza wurde ein Code ausgegeben. Da ist Muni da draußen. Kommt ruhig, ihr Hurensöhne! Nehmt sie in die Zange! Ich schneid ihr den Weg ab! Ich hab es noch. Moment, ich schlag nach! Ich hab halt nur noch 50 Schuss gesammelt oder so. Mehr habt ihr nicht drauf! Eng. Okay, ich habe noch 3 Schuss übrig. Aber hier war, glaube ich, eine Munikiste, oder? Habe ich mich getäuscht? Nee. Schrotflinten, ist das jetzt dein Ernst? Als ob ich eine Schrotflinte hätte. Warte, was habe ich jetzt für... Mehr Loot ist hier tatsächlich nicht. Was habe ich jetzt für Waffen? Oh, ich habe... Wieder Muni. Oh. Wenigstens ein bisschen. Was habe ich aber jetzt noch für Waffen gefunden? Alles das gleiche, eine Schrotflinte. Ich könnte... Da verbrauchen die alle unterschiedliche Muni. Achtung! Schrotflinte ist halt nur nicht so nice auf Entfernung. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Gut. Hier links sind Leute. Wenn das hier vorbei ist, pisse ich auf dein Grab. Abschnitt gesichert. Oh, Jackie. Ist das dein Ernst? Was stellst du dich denn immer... Zweit. Das bringt eigentlich nichts, ne? Befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Hm. Ist da jemand? Sicherheitsdienst! Sofort öffnen! Mein Kontakt! Na los, Motherfucker! Starten wir!
kommen gar nicht aus der Deckung. Fertig! Es sind auf jeden Fall noch drei. Achtung! Oder? Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Und es ist zwei. Neutralisiert das Ziel! Und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Los, los, los! Jackie, du musst mir auch helfen. Ich treffe die dort hinten nicht. Mehr habt ihr nicht drauf? Jackie, hilf mir. Ich mach mit der Waffe halt kaum Schaden. Die Handfeuerwaffe ist besser, aber da habe ich halt auch nur begrenzt Muni. Das ist doch kacke. Jack, du könntest auch mal was machen. Hallo. Hockst du da? Neutralisiert das Ziel! Komm! Ich weiß nicht, ich habe noch nie Granaten genutzt. Nee. Ich hab bloß... Ach, wir mussten bei der Mission unten ja auch alle Waffen abgeben. Also ich kann jetzt nur das nutzen, was ich finde. Das Problem ist, ich habe nicht bedacht, dass die Waffe und die Handfeuerwaffe die gleiche Muni nimmt. Jetzt habe ich bloß noch eine Schrotflinte und die ist aber nicht auf Distanz. Jackie, du musst jetzt mal ein bisschen, also alleine krieg ich das jetzt nicht hin. Neutralisiert das Ziel! Jackie, ich finde, die machen uns gerade schon alle. Ne? Also du musst mitmachen. Das macht sogar Schaden auf die Distanz. Zumindest ein bisschen. Jackie! Huhuhu. Der kann er nicht einfach um die Ecke kommen? Was ist da drin? Aktion gesperrt. Habe ich nicht aber gerade eine Schutzweste oder so gefunden? I don't know. Egal. Wir müssen aber unseren komischen Anzug anbehalten. Ist ja nicht so, als wären wir jetzt eh gesucht. Thank you.
Jackie hat einfach unendlich Munition. Madre, der geht nicht. Was ist mit dem anderen? Ich hab doch gesagt, der geht nicht. Als ob wir jetzt Aufzug fahren dürfen, wenn das ganze Hotel abgeriegelt ist. Jetzt schön vorsichtig. Das läuft ganz gut. Nur noch ein bisschen. Das läuft super, Jackie. Oh, da kommt wieder ein Spezialtrupp. Frage ist, ob die hier rüber. Sichern Stock für Stock. Bisher nichts. Hier auch. Fahrstuhl deaktivieren und weitersuchen. Fahrstuhl ist auch bewacht. Machen wir ihn kalt. Gleich knallt! Achtung! Im Konfetti-Blaster! Schieß! Bitte verbleiben Sie Ihren Sinn. Voll drin! Jedes Magazin muss nachladen! Ja, check ich auch! Wir haben Verluste! Ich habe eine Zugangskarte. Für den Aufzug. Noch was. Geld. 500 Geld fast liegen lassen. Achtung! Im Confetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Das ist sogar eine Überwachungskamera gewesen. Arasaka! 150 Jahre! Und heute? Stimmt, der hat ja noch dieses Ding im Kopf. Heute ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chilvi, wir überleben das. Wieso? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern.